Willkommen zurück zu einer neuen Folge Parasite Eve 2. Wir gehen als nächstes, glaube ich, durch diese Tür. Ja, da scheint auch noch ein einzelner Raum zu sein. Wunderbar. Schauen wir uns da doch mal ein wenig um. Taschenlampen. Hier gibt es anscheinend nichts. Aber hier vielleicht ein Gekritzel. Klingt auch super. Ein Gekritzel. Musiknoten sind eingezeichnet. Warte mal, das könnte noch wichtig werden, ne? Bridge, Brücke. Wohl der Titel dieses Stücks. Für eine Brücke oder so vielleicht verwendet. Ich fotografiere das mal. Gut. Das geht immer ein bisschen schneller, als es aufzuschreiben. So. Wunderbar. Okay, dann hätten wir das. Vielleicht brauchen wir das ja noch. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wird wahrscheinlich nicht einfach umsonst hier sein. So, was haben wir hier? Okay. Interessant. Ja, geht ein bisschen schwer. Achso, ist das eine Überwachungskamera? Ich bin mir noch nicht so sicher, was das sein soll. Ah ja, doch, Überwachungskamera. Ah. Okay. Aber keine Ahnung, wo das ist. Da bewegt sich auch irgendwas, aber wirklich erkennen tut man nicht viel. Okay, eine Helligkeit oder so kann ich nie einstellen. Ja. Okay, irgendwo läuft irgendjemand rum. Und ansonsten haben wir da nicht viel gesehen. Okay, da kommt man wieder hier hin. Ich dachte, hier kann man vielleicht was lesen oder so. Weil diese Dokumente da sehen schon sehr auffällig aus. Aber da kommt man immer nur zu diesem Gerät hin. Alles klar, zu der Überwachungskamera. So, hier leuchtet noch etwas. Okay, hier brauchen wir sowieso Schlüssel, haben wir nicht. Na gut, dann würde ich meinen, gehen wir mal hinaus und gehen durch die nächste Tür. Das scheint ja ein Verbindungsgang zu sein. Da sollten wir dann die Türen von dieser Seite aus öffnen können. Achso, das ist der Brunnen, der solchen Lärm macht hier. Könnte aber sein, dass wir hier auf Gegner stoßen werden. Das Schloss lässt sich öffnen. Schloss entriegelt. Wunderbar, jetzt sind wir hier draußen. Die andere Seite würde ich aber auch gerne entriegeln. Ah ja, dann kommen wir. Kommen wir zu einem neuen Bereich. Nee, kommen wir nicht. Ah. Ah, rot sagt quasi aus, in diesem Gebiet gibt es wahrscheinlich Feinde. Okay. Ja, dann gehen wir da noch hin. Und säubern das Gebiet mal. Und natürlich wollen wir uns hier noch ein bisschen besser umschauen. Brunnen des Poseidon. Sieht hübsch aus. Außer das Blut, das sieht nicht so hübsch aus. So. Ansonsten habe ich eigentlich gerade nichts gesehen. Ist manchmal auch ein bisschen schwer zu sagen bei der Grafik. Weil sie halt doch schon älter ist. Ne? Manchmal erkennt man Gegenstände nicht so gut. So, ja genau. Spiel Start hier. Jetzt kann ich hier eigentlich... Achso, das war's schon. Okay. Ich wollte jetzt ins Menü nachladen gehen. Aber das war jetzt gar nicht mal so schwer. So, wir haben hier einen Schlüssel. Ist der Schlüssel für hier? Ne, hier brauchte man Strom, ne? Was haben wir für einen Schlüssel? Ah ja, blauer Schlüssel. Blauer Schlüssel, wo können wir den verwenden? Ja, eigentlich gibt es ja nur noch da oben zwei Türen, die wir versuchen können aufzuschließen. Dann werden wir das mal tun. Ich hole mir aber, glaube ich, nochmal Munition.
Und dann speichern wir nochmal kurz. So. Ich bin lieber ein bisschen vorsichtiger. Man weiß ja nie, was hinter der nächsten Ecke hier lauern könnte. Und es kann sehr schnell sein, dass ich mich mal sehr dumm anstelle. Das würde mich nicht wundern. So, ich weiß nicht, reichen 3 Spielstände? Na, ich mache lieber noch einen. Kann ja nicht schaden. So. Ja, so geschafft. Okay, dann versuchen wir es mal hier. Abgesperrt. Ja, geht nicht. Warte mal, hätte man den blauen Schlüssel... Ja, vielleicht hätte man den auch beim Gerät verwenden können, ne? Ja, tatsächlich. Also hier geht es nicht weiter. Ich gehe nochmal dahin. Zu dem Gerät. Vielleicht hätten wir da den blauen Schlüssel einsetzen können. Das kann durchaus sein. Wir können jetzt hier entlang beim Brunnen. Dann ist der Weg ja nicht so lang. Kriegen wir alles hin. Wie ist das eigentlich bei euch, wenn ihr so alte Spiele spielt? Jetzt vielleicht halt auch auf einem neueren System, wie jetzt ich hier mit der PS3. Benutzt ihr noch das Steuerkreuz oder den Stick? Also bei alten Spielen benutze ich ja immer noch das Steuerkreuz. Ich finde es irgendwie angenehmer. Weiß nicht. Ich finde es komisch, das jetzt hier zum Beispiel mit dem Analogstick zu spielen. Weiß nicht. So, gehen wir nochmal hier hinein. Ich habe gar nicht geguckt, ne? War da irgendwie ein blaues Zeichen? Ja, zwar nicht unbedingt. Untersuchen, ein Schlüsselloch. Anders als das rechte. Ja, keine Ahnung. Blauer Schlüssel? Blauer Schlüssel benutzt. Sehr schön. Damit gehen Türen auf. Sehr schön. Macht das einen Unterschied, ob wir den Schlüssel hier einstecken oder rechts? Kann ich den wieder mitnehmen? Nee, kann ich nicht, ne? Okay. Ja gut, dann gehen wir einfach mal da weiter. Schließlich hat sich was geöffnet, es war richtig. Gehen wir hier einmal um den Brunnen herum. Dann sind wir ja schon da. Das letzte Mal hat hier der Sound aufgehört. Der Sound vom Brunnen geht aber diesmal weiter. So, hier hinüber. Mal sehen, was uns jetzt hier erwarten wird. Hallo. Könntest du bitte hier hinein, ganz genau. Ja, die Rolltreppe funktioniert auch wieder, das ist ja toll. Die Vibration des Controllers ist super. Der geht gerade voll ab, nur wegen der Rolltreppe. Oh je, das ist nicht toll. Alfie, stirb! Ekliges Ding. Nein, Mist. Nein, ah, das sind 2, Mist. Ah, ah, hab mich erwischt. Habe ich nicht gesehen, dass da 2 waren. Nein, nicht nachladen, nachladen ist easy. Ist das tot? Nee, Mist. Hm, jetzt ist es vielleicht... Alter, stirb! Okay. Ja, solange wir Munition haben, geht das ja alles. Ich hoffe, uns geht die Munition nie aus. Weil dann wird's nicht so einfach. Ein Getränkautomat. Ja, kennen wir bereits. Was ist das da? Ist da eine Karte oder so? Da steht etwas. Ja, und was? Da steht etwas und ja,
Ah, man muss nochmal klicken, alles klar. Der Besitzer hatte jeden Abend ein Musical eingeplant. Jetzt muss er die Show wohl abblasen. Ja, das denke ich auch. Ein Fernrohr, 50 Cent. Die Aussicht muss schön sein. Ja, aber dafür haben wir jetzt nicht gerade Zeit, lieber Aya. Okay. Ja, eigentlich können wir da nur nach unten. Viel mehr können wir gar nicht machen. Warte mal, liegt da was auf der Bank? Ist das nicht eine Leiche? Ein SWAT-Beamter. Verdammt, er atmet nicht mehr. Seine Schutzweste ist ja unbeschadet. Ja, eine Schutzweste finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ich werde sie mir kurz ausleihen. Ja, der braucht sie doch eh nicht mehr. Können wir uns die jetzt gönnen? Nein, nicht hier. Use. Armor. Schutzweste. Oh ja, sehr gerne. Taktische Weste ausgerüstet. Damit haben wir mehr Lebensenergie, wie ich gesehen habe. Wunderbar. Ja, sind wir ein bisschen besser geschützt. Kann ja nicht schaden. Dass aber das ganze SWAT-Team gegen diese Monster keine Chance hatte, weiß ja nicht. Alter, was sind das für Viecher? Kacke, ich will da nicht hin. Ja, ich muss aber da hin, ne? Ah je, das ist nicht gut. Ich würde irgendwie gerne... Ah, mit R2 kann ich Einzelschuss machen. Das ist gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob ich die treffe. Kann ich nicht nachladen? Nee, kann ich nicht. Ne? Hab keine ausgerüstet. Um selber nachzuladen, leider. Ach, Alter, die kommen aber ziemlich weit mit ihren Armen. Nicht schön. Ich muss den aufhalten. Nö. Ja. Komm, lad nach, schnell. Irgendwie Gorillas oder so. Okay, er ist tot. Jetzt noch der zweite. Ich treff den wieder nicht, ne? Ja, so ist super. So sehe ich genau gar nichts. Alter, guck dir das mal an. Das sieht mega eklig aus. Nachladen, nachladen. Zum Glück ist das Vieh relativ langsam. Oh, schnell weg. Nein, er hat mich erwischt. Fuck. Oh, Alter, halt nicht so viel aus. Ah, nur noch 74 Leben. Ich glaube, wir gönnen uns mal eine Medizin 1, wollte ich sagen. Und dann kriegen wir auch gleich eine. Das ist ja wunderbar. Haben wir eigentlich unendlich Platz hier? Nee, haben wir nicht. Dann lieber mal was benutzen. Okay. Hatten wir 75 oder so? Ja, gibt glaube ich so... Oder 74. Gibt glaube ich so 60 Leben zurück. Das ist doch nicht schlecht. So, wie sieht das denn hier aus? Wir haben zwei Türen zur Auswahl. Ich glaube, wir gehen zuerst mal durch diese hier, denn das ist... ein einzelner Raum. Scheiße, was ist das jetzt? Keine Bewegung. Ah, der gefällt mir nicht. Jetzt haut der ab. Bist du okay, Rupert? Nicht weiter schlimm. Was war das? Keine Ahnung. Er sprang von der Decke. Was ist mit der Verstärkung? Tut mir leid, sie schicken niemanden. Ach, wirklich? Da musst du den Typen alleine verfolgen. Boah, immer ich, Mann. Ja, alles klar.
Ich kümmere mich darum. Ich will aber nicht. Ah, da liegt ja was. Sei vorsichtig, Aya. Irgendwas ist oberfaul. Ja, mir gefällt die Sache eben auch nicht. Ja, kein Problem, du. Mach dir keine Sorgen. Was ist denn das hier? Da liegt ein Schlüssel. Er muss ihn verloren haben. Ein roter Schlüssel mit einem schönen Totenkopf. Können wir wahrscheinlich auch wieder in die Maschine stecken, ne? Geh schon, ich komme nach. Ja, wenn du meinst. Achso, da ist eine Kapelle hier. Steht hier was? Klagebuch. Ein Schädling weiß nicht, dass er andere schädigt. Kay Farbin. Mhm. Ein Parasit sucht stets einen Wirt, der sicher ist. Zi Sagita. Parasiten vermehren sich. H. Sänger. Ein Parasit vermehrt sich, weil er gierig ist. Chi Robert. Parasiten bilden Gruppen. Sie fressen sich gegenseitig. A. Morgan. Ein Parasit tötet seinen Wirt nicht. Er lässt ihn aber auch nicht leben. R. Molkagov. Ein schwacher Parasit schwächt auch seinen Wirt. B. Claimant. Es gibt mehr Parasiten, als es Wirte gibt. D. R. Xau. Ein seltsames Buch, völlig wirres Zeug. Ja, irgendwie ist das wirklich komisch. Künstliche Blumen. Ja gut, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Ja, vielleicht hier so auf der Seite. Warte mal, hier geht's ja weiter. Kommen wir da in den anderen Raum hinein oder ist das hier verschlossen? Ja? Hier. Na, geh da. Wir können sie nicht mehr einfangen, wie in New York. Verstanden. Ich werde sie eliminieren. Was ist los? Keine Sorgen um die beiden. Nummer 9 kümmert sich um sie. Alter, warum will der mich eliminieren? Was ist los? Was habe ich getan? Das gefällt mir nicht. Was hat er da eigentlich zurückgelassen? Hoffentlich keine Bombe. Oh Mann, ey. Eine Bombe. Also, eine Bombe. Ja, können wir die entschärfen? Oder ist die irgendwie ist die gefährlich? Oder lieber nicht anrühren? Okay, dann halt nicht. Toll. Die Statue des Besitzers sehe ich oft in Zeitschriften. Seine Erfolge in der DNS-Forschung sind eingraviert. Das meiste hat er wohl nicht selbst erforscht. Können wir unserem Kumpel Bescheid geben, dass hier eine Bombe liegt? Oh oh. Ih, Raupen! Ihr seid eklig, geht weg. Hinter dir, hinter dir. Nein, ich habe ihn nicht erwischt. Alter, aua. Ich muss hier weg. Nachladen, nachladen. Die halten noch viel aus, diese Raupen. Da ist auch noch eine. Ich treffe sie aber nicht. Doch, hab sie erwischt. Aber ich treffe sie nicht so gut von hier. Ja, nein, nicht jetzt nachladen. Toll. Hast du wirklich toll gemacht, Ei. Item erhalten. MP-Wasser. Ich muss mich echt informieren, wie ich diese Kräfte einsetzen kann. Kann ich die überhaupt schon einsetzen? Verstärken. Kuriert Zustandsveränderung. HP-Regeneration, das wäre ja schön. Freisetzen. Verbrauch 12. Keine Ahnung, ich mache das einfach mal. Healing. Healing verstärken. Ja, warum nicht? HP-Regeneration Mittel. Nicht genug HP. Nee.
nicht genug EXP. Ah ja, die kosten ziemlich viel. Wie kann ich aber das einsetzen? Das wüsste ich gerne. Muss ich das irgendwie hier machen? Attachments. GPS oder GPS. Medizin könnte ich mal als Attachment mitnehmen. Da gab es irgendwie einen kurzen Bildausfall. Ich glaube aber, die Elgato nimmt noch auf. Einwegverteidigungswaffe lähmt den Gegner. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt, das mal mitzunehmen. Mineralwasser oder Kohlensäure. Keulensäure. MP-Regeneration klein. Ich nehme noch sowas mit. Ja. Aber wie kann ich... Wie kann ich diese Sachen... Ah, ich kann noch viel mehr mitnehmen, ne? Wie ich gerade... Na komm, dann nehmen wir noch dieses Wasser mit. Vielleicht das Beruhigungsmittel auch. Ich glaube, das sind die Sachen, die wir im Kampf dann einsetzen können, oder? Bin mir nicht sicher. Hier ist eigentlich auch gut. Aber ich hätte doch nachladen können, glaube ich. Die Item... Ich weiß nicht, ob wir das schon einsetzen können, diese Energie. Also, für den nächsten Part informiere ich mich da mal. Wir gehen aber noch kurz zurück zu unserem Typen. Mal gucken, ob der was zu der Bombe sagt. Und ansonsten beenden wir dann den Part. Ja, natürlich ist er weg jetzt, ne? Ah ja, klar. Dann halt nicht. Ich bezweifle, dass wir durch die andere Tür da kommen, weil es eigentlich klang, als hätte er sie abgeschlossen. Ich will es trotzdem probieren. Einen Moment mal. Ja, ist auf jeden Fall hier nicht gekennzeichnet. Deshalb würde ich da gerne das kurz austesten, weil dann ist sie wahrscheinlich auf der Tür gekennzeichnet. Auf der Karte. Ja, sie ist von innen verschlossen. Jetzt müsste sie gekennzeichnet sein. Ich glaube, das ist sie. Wir stehen gerade darauf. Das ist nicht so toll. Kurzen Moment. So. Nee, da ist nicht mal eine Tür drin, ne? Das ist interessant. Naja, okay, wir merken uns hier im Roof Garden. Hier liegt eine Bombe. Ich finde es gut, dass sich Aya hier hierum nicht kümmern will. Beziehungsweise, dass sie das nicht großartig interessiert, dass da eine Bombe liegt. Da scheint sie völlig kalt zu lassen. Nun gut, das war's von dieser Folge Parasite Eve 2. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, tschüss.